Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einem kurzen Spielemenü. Nein, ich muss kurz noch was ausrichten, ansonsten können wir, ja, ich könnte die wohl schon starten, aber ich habe es natürlich mal vergessen, was hinzuklatschen. Ihr hört schon im Hintergrund wieder die Musik im ganzen guten Ton, aber natürlich nicht alleine. Nein, wir spielen hier in Minecraft natürlich, wie sonst oder wo sonst, zu zweit. Nein, wir haben in der letzten Episode angefangen, hier unten ein Häuschen hinzurichten oder verrichten oder anrichten. So genau weiß ich es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben ja, wer die letzten 10.000 Episoden, nein, es steht einmal am Anfang, welche Episode das ist. Gerade hier so auf dem Punkt weiß ich es auch nicht. Wir haben ja hier eine grelle, sehr helle Weizenfarm gebaut. Und ganz viel Wald drumherum. Ja, drumherum nicht gerade, aber einzeln. Und stimmt, ich wollte die Mühle noch machen. Ach du Scheiße. Die wollte ich noch offscreen kurz machen. Ja, das mache ich irgendwann mal wieder. Ja, also gut, das wird jetzt noch eine Woche dauern. Leider Gottes habe ich wieder mal verpennt. Na gut. Wir werden auf jeden Fall uns... Haben wir hier Steine drin? Das wäre sehr nice. Nein. Wir holen uns dann später noch Steine. Auf jeden Fall müssen wir hier, oder wollte ich hier, sehen wir es überhaupt? Nein, mein Name sieht man hier nicht. Na gut. Seit geraumer Zeit ist es möglich, in Minecraft, im Multiplayer, beziehungsweise seinen Namen, zu ändern. Und das habe ich auch so gemacht, denn mein Kanalname, also mein Minecraft-Name ist noch irgendwie so ein scheiß Name, den ich mir irgendwann gegeben habe. Einfach aus Schluss, weil mir nichts eingefallen ist. Und jetzt habe ich ihn auf meinem aktuellen YouTube-Namen genannt. Das kann natürlich auch wieder ändern. Ach komm, scheiß drauf. So. Das ist natürlich wieder individuell anpassbar. Und da will ich mich nicht irgendwie auf was festlegen. Da können wir natürlich streiten rum. Wer mal mir generell einen YouTube-Namen zur Verfügung stellen möchte oder eine sich ausdenken könnte oder gedacht hatte, könnt ihr einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Dann können wir mal drüber reden, ob wir nicht eine Umstrukturierung in Sachen Kanalname machen würden. Da möchte ich euch freie Hand lassen. Auf jeden Fall gehen wir kurz in unser Hauptlager. Das ist ja irgendwie... Man sollte hier... Gehen wir in die richtige Richtung? Nein, natürlich die falsche Richtung. Man ist da voll verpeilt. Und auch hier, liebe Leute, ist die Aufnahme... Also die Audioaufnahme von dem Mikrofon jetzt neu auch in einem anderen Programm als sonst. Nicht mit Audacity aufgenommen, sondern mit dem Programm, mit dem ich jetzt auch die Bildschirmaufnahme mache. Ist da gleich mit aufgenommen, aber separat, also wird in einer separaten Tonspur dann exportiert und somit auch anpassbar oder einstellbar. Wie viel haben wir hier überhaupt? FPS 800, 293, ja, das reicht auf jeden Fall noch lange hin. Das muss auf jeden Fall reichen. Mehr habe ich nicht zur Verfügung. So. Meine Fresse. Und hier unten ist die Weizenfarm schon wieder gedeiht. Also die ist schon wieder gut. Aber die ernten wir natürlich nicht. Ach, die Musik. Ja, was Musik alles ausrichten kann in einem Spiel, das ist schon gewaltig. Und darüber haben wir auch schon geredet. Das ist nichts Schönes, nichts Schlechtes dabei. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder Steine bekommen. Ah. Ja, die Zeit vergeht wie im Schnelltempo. Das ist, wird immer schlimmer, wird immer dramatischer, die Zeit. Das ist sowas, das irgendwie schneller vorbeigeht als... ein Geist, Schnelltempo. Es ist extrem, wie die Zeit verfliegt. Das ist horrend, irgendwie ganz, ganz skurril. Fick dich. Fick dich, fick dich! Ja, okay, Aufnahme ist gut. Ja, Aufnahme ist super. Ja. Okay, bisschen verzögert die Audioaufnahme, aber ja, irgendwie wird das schon geregelt. Ja, genau. Zap, zap. Und jetzt müssen wir natürlich noch Bäume fällen gehen, denn wir haben wieder alle Baumsorten hier verbraten.
Ich würde gerne, wirklich gerne hier auch das Ganze hier voll machen mit Bäumen. Haben wir irgendwie. Ich find's cool. Ja. Dann haben wir wieder mal so Landschaft und Industrie verbunden miteinander. Es soll ja nicht wie in unserer Welt nur noch auf Profit und Co. gehen, sondern auch auf esoterische Schönheit. Fick dich! Wir haben kein Eisenschwert mehr hier im Inventar. Das ist natürlich scheiße, wenn man mal wieder auf doofe Leute stoßt. Nein, wenn man, wenn man generell auf Monster stößt, ist es ein bisschen ungeschickt, ohne Schwert und Scheide loszuziehen. Also Schwert in der Scheide, logischerweise. Nein, liebe Kinder, es heißt so. Schwert in der Scheide. Fuck it! Falsches Holz. Was ist denn das für ein Holz? Wir haben hier Eichen und das ist, ist eine gute Frage. Ist das Dunkelholz? Schwarzholz? Von hier oben? So Akzentsetzungen von da oben, das kann gut sein. Hat sie immer noch fiese Gespenster und missliche Architekten? Kann auch sein, dass man Architekt diese Wörter auch im Deutsch generell, die man nicht aussprechen sollte oder kann. Ja, das sieht schon besser aus von der Farbe her. Und die Musik ist jetzt gerade wieder ein bisschen laut, muss ich ehrlich zugeben. Aber das kriegen wir schon hin. Hey, du Misken! Oh, nein. Nicht noch einer! Naja, müssen wir wenigstens was zu tun haben in der nächsten Episode. Aufbauen schon wieder! Scheiß Creeper, ich sollte mal irgendwie mal ausrotten. Creeper sollte man generell ausrotten auf diese ganzen Welt hier, Minecraft. Und gleich zwei auf einen Streich. Habe ich hier irgendwie ein Paradies gezüchtet für Creeper? Kann das sein? Mir scheiß auf jeden Fall so. Also langsam habe ich den Gedanken, oder komme ich wieder auf den Gang, dass hier irgendwie was mit Creeper los ist. Weil irgendwie gefällt es mir doch nicht so, dass hier überall gesprengt wird und Sprengungen vollzogen werden. Und vor allem, ich habe sie nicht mal genehmigt, diese Sprengungen. Das ist das Ganze, das ist der Clou an der ganzen Sache hier. Muss mir irgendwo noch Erde herholen. Nein, der kann mir mal gestohlen werden hier. Ja, dich habe ich gemeint, du Eumel. Erde haben wir. Ach, zum Glück genug. Schon wieder. Ist doch eine mystische Lage hier im Dunkeln. Wo das irgendwie extra für mich gepatcht ist, dass es jetzt schlimmer ist. Generell die. Die Sturhaftigkeit der. Der kleinen Biester hier. Das ist viel schlimmer als zum Bauen. Könnte das sein? Skelette ohne Ende hier? Oder nicht? Wir müssen jetzt wirklich mal für unser wohliges Heim oder generell für unsere Straßen so Laternen irgendwie aussuchen. Und Leute, wenn ihr Ideen habt, wie wir das Ganze machen können von den Laternen hier. Wir haben hier so eine zweispurige Straße. Also hier bei den Weggabelungen weiß ich schon, wie ich es machen soll. Aber eben bei den normalen Strecken hier, bei den geraden Straßen, könnt ihr mir sagen, liebe Freunde, unten in die Kommentare ab damit, wie ich denn die ganze Sache machen soll oder generell. Soll ich sagen, generell aussehen oder so. Und ich denke mir, ich werde dann für das Minecraft-Projekt an sich werde ich eventuell auf meiner Homepage letsplayer.ch eine extra Seite einrichten und irgendwann dann auch jedes Haus
mit Ideen füllen oder wie ich das ausgefüllt habe, mit welchen Informationen, von wem, wer hat mir da geholfen, etc. WP, dass hier auch eigentlich so ein Community-Projekt draus wird. Das wird dann nicht live nachgetragen, das wird eventuell monatlich wieder aufgefrischt, wenn mir dazu die Ideen gab oder so, etc. pp. Also, da habe ich schon ein bisschen oder ein paar Ideen dann dabei, wie wir das alles stemmen können. Und das wird auch ein super Projekt werden. Wenn ihr da auf jeden Fall mitmachen wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare und esst ein bisschen Brot. Nein, also ich bin ja nicht mit einem Knoppers im Rucksack aufgewachsen, wie ein anderer Herr, da auch auf letsplayer.ch natürlich Videos postet. Vorübergehend, wir haben, also jetzt mal zu der Webseite, wenn ich zu der Webseite komme, da könnten wir eigentlich lange darüber reden, weil es sind ein paar Leute angemeldet, Let's Player, die kennen sich aber, glaube ich, generell mit dem System von WordPress noch nicht aus. Ich weiß nicht, wie das geht, denn das ist das billigste, also ist ein Open Source Gedöns, WordPress. Kann man sich ziehen und ja, legal ziehen, muss ich zugeben, das ist cool daran. Dann hat man das Ding schon. Wollen wir hier? Ah, ich habe so meine Ideen, aber dafür müssen wir wieder über die Werkbank gehen. Eben so ein bisschen ein Vordach bauen. Eichen. Nee, ich will fischen. Dafür schmeiß ich das weg. Nee, so, das weg. Hier kein Geist irgendwo, hä? Kein Geist in Sicht. Nein, stimmt nicht. Ja, die Geister gibt's eigentlich auch nur in Mario. Mario Land, Mario World, was auch immer. Aber hier in Minecraft gibt's die Geister zumindest bis jetzt noch nicht. Und ja, wenn ihr Ideen habt, hier zum Beispiel, wie das Ganze innen aussehen soll, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, liebe Leute. Da werde ich mich schon irgendwie darum kümmern. Wenn ihr welche Ideen habt, dann einfach unten ab in die Kommentare, wie das Ganze aussehen könnte. Oder was in den einzelnen Gebäuden dann auch drin sein wird. Oder auch drin sein kann. Natürlich. Und ich will ja ein Vordach bauen. Für das braucht ja, oder braucht man, ich glaube, es war ja so. Und wie war das denn? Drei. Nein. So, die ganze Sache kommt auf jeden Fall näher. Wir haben 6 Eichenholzzäunchen. Es gibt da jetzt auch neu. Also, was heißt neu? Nein! Nein! Wieso müssen diese fucking Creeper auch immer irgendwo explodieren, wo man es gar nicht mehr haben will? Wieso? Schon wieder kann man hier flicken. Ey, ich müsste echt mal das ganze Ding ausleuchten. Nein. Aber es funktioniert einfach nicht irgendwie, das Ausleuchten hier. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Und die Treppe hat's auch noch erwischt. Verkackte Scheiße, obwohl der vor der Treppe ja mal genügend Ressourcen, muss man zugeben. Und so langsam wieder hell, der Dunst legt sich von der Nacht. Das heißt doch mal was Gutes, denn wir haben genügend Zeit, um uns wieder an unseren Reparaturen zu kümmern. Beziehungsweise wir haben ja die Nacht damit verbracht, unsere, oder das, was die Creeper verrichtet haben, wieder vollenden oder beseitigen. So, denke, dass das geht klar. Heilige Makrele, schon wieder so ein scheiß Eumel hier. Das gibt's ja nicht. Es ist schon wieder morgen und Montag ist auch wieder vorbei. Das gibt's ja nicht. Ja, der Sonnenaufgang ist was Schönes, liebe Leute. Das kann man nicht abstreiten. Und ja, auf jeden Fall ist was gelegt hier. Hä? Wir sehen uns dann, liebe Leute, morgen wieder, wenn es Dienstag heißt. Auf jeden Fall tschüssi und bis bald.